The next revolution will be digitized. For our technologies, blockchain technology for art. Um den Ortswechsel eines Werkes zu initiieren, sind wir hier in dem Vorort Passport und gehen unten rechts in der Navigation auf Transfer und wählen dort den Ortswechsel aus. Dort gehen wir drauf. Jetzt geben wir den neuen Standort ein. Machen wir in dem Fall einmal Zürich als neuen Standort. Und jetzt können wir auswählen, ob wir diesen Standortwechsel selber durchführen. Sprich, wir nehmen das Werk zum Beispiel im Auto mit. Oder wir machen den Ortswechsel durch Dritte. Wenn wir auf selbstorganisierten Ortswechsel gehen, wird es ausgewählt. Wir werden nochmal gefragt, ob wir den Ortswechsel wirklich starten wollen. Das bestätigen wir mit Ja. Der Ortswechsel ist abgeschlossen. Wir gehen zurück zur Übersicht. Wir schließen den Ortswechsel auch hier noch einmal ab, wirklich sicherzustellen. Wunderbar, das tun wir. Und dann können wir sehen, innerhalb des Track and Trace, dass der Standort des Werkes auch auf Zürich geändert wurde. Alternativ, wenn wir das Ganze noch einmal für Dritte machen wollen, gehen wir in Transfer wieder auf Ortswechsel, wählen hier jetzt zum Beispiel einmal Bern aus und gehen dann auf Ortswechsel durch Dritte, also zum Beispiel, wenn ein Transporteur oder Spediteur das Werk transportiert. Auch hier werden wir wieder gefragt, ob wir dies bestätigen wollen. Ja, dann wird der Ortswechsel initiiert und hinzu kommt jedoch aber noch ein Besitzwechsel. Sprich, wir übergeben das Werk natürlich jetzt an einen anderen Nutzer bzw. an einen Servicedienstleister. Und in dem Fall geben wir das Werk an jemand anders, würden die E-Mail-Adresse des Nutzers eintragen und dann würde der Besitzwechsel innerhalb des Track-and-Trace-Records des Werkes vermerkt werden. Und das Werk würde auch wiederum innerhalb der App des anderen Nutzers auftauchen und würde dort eben im Besitz angezeigt werden. Das Eigentum verändert sich nicht, aber der Besitzwechsel ist vermerkt. In dem Fall jedoch können wir dies einfach abbrechen. Und auch dieser Vorgang wird nochmal vermerkt, dass der Ortswechsel abgebrochen wurde. Eine wirklich tolle Funktion und das hilft, klaren Überblick über die Historie eines Werkes zu behalten.